Hallo zusammen und weiter geht's mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich habe heute Morgen mal wieder ein bisschen Luft und habe richtig Lust auf eine Solo-Runde vor dem Frühstück. Gestern am Donnerstag war ja die große Sky-Herausforderungs-, ja, Woche gestartet. Diese Herausforderung habe ich erledigt und jetzt möchte ich, wie gesagt, einmal eine Runde Solo spielen. Auch möchte ich mal wieder einen Skin spielen, den ich schon ewig lange nicht gespielt habe. Diesen hier gab es in Season 9. Da musste man Fortbyte sammeln und 200 Stück. Dann bekam man diesen Skin und den konnte man dann noch hochspielen, indem man Helme, die auf der Map verstreut waren, eingesammelt hat. Und man musste vorher noch einen gewissen Level erreichen. Ich weiß aber nicht mehr genau welchen. Ich meine, man musste Tier 100, also Level 100, erreichen, um den Skin überhaupt haben zu dürfen. Und das Krasse damals bei der Herausforderung war, pro Match gab es von jeder Sorte nur einen Helm, insgesamt 5 Stück. Wenn ein Spieler den Helm eingesammelt hat, egal ob in Teams, Duo oder Gruppenkeile, war der Helm für diese Runde weg. Das heißt, eine Zeit lang war es ein richtiger Kampf um die Helme. Deshalb habe ich mal wieder Lust auf diesen Skin. Neugierig, was passiert, wenn ich diesen Aussichtsturm, Feuerturm oder was immer noch darstellen soll, komplett abfarme, wie viel Metz ich dann kriege. Bin ich jetzt ein bisschen neugierig. Mal gucken, was da rauskommt. Gegner in Weeping muss ich wohl hin. Die sind ziemlich nah. Kommt von unten keiner mit, was ich hier gerade für einen Quatsch produziere. Und sieht, dass der Turm abgebaut wird. Metz Holz gerechnet. Gut, da war auch ein bisschen Stein und Metall dabei. Ja. Glück ja bei mir und ich finde gleich noch zwei Minis. Ich habe euch eine Truhe oben im Dach.
gibt's nicht. So habe ich noch einen Mini und einen Biggie in Reserve. Das ist super. Aber das macht kein Bot, sowas zu bauen. Ja, und ein Turtle tut sich auch kein Bot. Also sind hier ausnahmsweise echte Gegner. Sind also doch einige unterwegs, die auch so früh spielen wie ich. Ja, ein Boot höre ich. Den Hubschrauber jetzt. Das klang zuerst wie ein Boot weit weg. So, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. So, ein bisschen Hüpfkissen mitnehmen. Der Gegner scheint ziemlich nah zu sein. Würde ich ein bisschen ärgern. So, gucken, was das gibt. Nehmen wir das Fischlein hier mit. Ein bisschen looten. Und dann muss ich wohl nach draußen. Ein Glück möchte ich mal abends haben, wenn ich Teams spiele. Da suchen wir immer wie verrückt nach Biggies und Minis und Medkits oder hier Heilfischen, beziehungsweise Floppies. Und hier sind jetzt zig davon, das ist nicht zu glauben. Seltsam finde. Ich bin mitten in der Zone. Noch 18 Gegner vor mir. Da hinten raucht es. Waren das jetzt wieder alles Bots, die im Sturm gestorben sind? Also ganz komisch. Also außer, dass ich ein paar Schüsse gehört habe, ist ja nicht großartig hier was passiert. Die Truhe ist auch noch nicht gelootet. Da hinten ist gebaut. Ja, da heilt sich einer. Wahrscheinlich steckt da einer drin. Jo. Und das ist kein Bot. Jetzt wieder verbaut, aber egal, jetzt muss ich hier warten, bis er kommt. Sonst wird das hier nichts. Glück gehabt. Das hätte auch ins Auge gehen können, das Ganze. Gegnerisches Jump Pad, das finde ich gut.
So aus, als sei der Gegner auch da hoch und er ist wahrscheinlich hier zu dem Shadow-Außenpunkt oder Niederlassungspunkt gegangen und hat sich eventuell eingedeckt mit Waffen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, denn bei der letzten Runde solo bin ich dann hier erwischt worden, weil ich hier auch dann anfange zu looten und der Gegner war dann schön verkämmt und ich habe ihn nicht gehört. Da sind es nur noch 10. Gucken mal, wie weit ich hier noch komme. Aber langsam kriege ich auch Hunger. Und dann drängt auch noch die Zeit ins Büro. Also muss ich mir jetzt hier beeilen. Oder abbrechen. Aber ich will noch ein bisschen spielen. Klingt nach schwerer Aug. Wobei mir hier die goldene Scar auch gut gefällt. Tankstelle. Nun komm. Und ich treffe nichts. Ah! Besser, ich suche mir High Ground, sonst werde ich hier nachher noch gesandwiched, denn da unten ist auch einer in seinem Türmchen und der scheint sich gerade zu heilen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Auf jeden Fall blinkt es da leicht violett. Ach, der hat sich nicht geheilt, der hat... Doch, Moment, da ist nur eine Münze drin. Das habe ich als Violettes gesehen. Der hat eine Münze eingebaut. Ganz merkwürdig. Wahrscheinlich wollte der die kleinen Münzteile alle einsammeln und ist dabei gestorben, weil... Oh ne, dann wäre hier Loot. Aber ganz komisch. Man baute einer eine XP-Münze ein. Also es macht Sinn, die so einzubauen, dass wenn man die aufmacht, öffnet oder ja berührt, dass die kleinen Münzen hier nicht so weit wegfliegen. Kann natürlich sein, dass das einer gebaut hat. Hat sich dann rauseditiert, wieder zueditiert und ist dann abgehauen, dann gestorben. Finde ich aber komisch. Oder hat eine Falle gebaut. Vielleicht ist er da unten drin. Jo, der ist da unten drin. Ha! Der lasert aber gut. Oh, jetzt wird's gefährlich. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Unter mir Gegner, der hier, der so gut trifft. Ja. Ich würde sagen, mein Ende ist hier gekommen. Ich sage daher danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.